Hallo und herzlich willkommen hier beim Kreisabfallwirtschaftsbetrieb in Heidenheim. Ich bin der Betriebsleiter hier seit ungefähr anderthalb Jahren. Mein Name ist Markus Kraus, ich bin 42 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder, wohne in Gerstetten-Dettingen und seit anderthalb Jahren leite ich den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb in Heidenheim. Wir betreuen mit unserer regelmäßigen Biomüll- und Restmüllabfuhr ungefähr 56.000 Haushalte im Landkreis und betreuen damit 132.000 Einwohner. Wir sind ich und mein Team, das ungefähr 85 Personen umfasst. Diese Knubbel, die habe ich im Wald gefunden, die wachsen an Bäumen und ich finde das ganz interessant. Wenn man dann nämlich die Rinde abmacht von den Knubbel, dann kommen da sehr interessante Wuchsformen vom Holz raus. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, bin ziemlich viel unterwegs im Wald und im Flur und im Feld. Und an einem schönen Tag habe ich hier dieses Bild aufgenommen, das an der Raststelle Lohnetal aufgenommen wurde, abends beim Sonnenuntergang. Hier befindet sich an der rückwärtigen Wand von meinem Schreibtisch die Karte vom Landkreis, auf der ich einfach mal dargestellt habe, welche Entsorgungseinrichtungen wir im Landkreis unterhalten. Hier drauf eindeutig zu erkennen sind unsere Wertstoffzentren, unsere Deponiefläche, unser Entsorgungszentrum in Mergelstetten und unsere Hauptverwaltung hier am Schmittenplatz in Mergelstetten. Herzlichen Dank für den Besuch hier beim Kreisabfallwirtschaftsbetrieb und dafür, dass ich unseren Betrieb vorstellen durfte. Ich möchte an der Stelle noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen, die in Zukunft stattfinden werden. Und zwar ist jetzt am 14. Februar findet in der Schlossarkade Veranstaltung zum Thema Müllvermeidung statt, gemeinsam mit der Bäckerinnung. Und Ende Februar wird hier in unserer Räumlichkeit am Schmittenplatz eine Ausstellung stattfindet zum Thema Anhäufung. Hier wird einfach Fotografie dargestellt und vorgestellt, die Müllanhäufungen im Landkreis darstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und guten Tag. Wiedersehen.